As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin und wir sind hier in der 27. Folge von Mark of the Ninja. Da ist schon der erste Gegner und die sind nicht gerade erfreut. Diesmal sind sie nicht erfreut, wenn sie es denn je waren. Oh, da steht schon einer. Und vielleicht kriegen wir den hier, wenn der dort an der Treppe steht. Ich meine, der ist gerade bis davor gegangen. Das Trommelgewirbel. Oh, guck mal an. Okay, da kommen wir jetzt natürlich nicht hoch. Eher runter. Beziehungsweise es wäre zu umständlich. Die ihr Zähne fletschen. Na. Zack, den haben wir erledigt. Da war niemand. Oh oh. Die Frage ist jetzt, bis wohin du mit deinem Laserstrahl gehst. Sehe ich das hier? Das sehe ich tatsächlich. Bis wohin gehst du dann? Wunderbar. Da gehst du nicht weit genug, Junge. Nicht weit genug. Ah, mit dem Mausrad kann ich das hier auch auswählen. Hä? Muss ich noch weiter vor, oder wie? Jetzt dachte ich schon, das funktioniert nicht. Die schnappen wir hier auch. Bewegungssensor, habe ich gerade gedacht. Der kriegt das doch mit. Aber offensichtlich nicht. Erfreulicherweise. Wie kommen wir denn jetzt zu Karajan? Geht das hier lang? Da ist er. Da müssen wir einmal hier rum, tatsächlich. Da steht er. So nah und doch so weit entfernt. Schauen wir mal, was wir haben. Sieh mal an. Willst du spielen? Ich will spielen. Geh noch ein bisschen vor. Genau. So. Viel Spaß. Mit Game Inc. Ach Mann. Diesmal wissen wir aber, wie es geht. Nein, 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 so nicht. Ah, wir müssen stehen nicht wieder weit genug vorne, oder? Nicht weit genug vorne, nein. So. Ich stehe zwar schon zu Teilen im Strahl, aber trotzdem kann ich mich bewegen, soll mir recht sein. Dich hier oben holen wir sicherheitshalber. Und runter mit dir. So. Da haben wir den Laserstrahl nicht gesehen. Guckt euch das an, der wurde mir einfach nicht angezeigt. Wo ist er denn? Da ist Karajan. Der wird mir hier nicht angezeigt. Ja, scheiße. Was haben wir denn noch? Wir haben dich hier. Kannst du die betäuben?
Wobei, das bringt auch nicht viel mit dem Sensor her. Da muss ich mich unten erstmal verstecken. Und da ist noch der Typ. Also gut. Dann holen wir dich zuerst. Hätte ich mir den Weg hier rüber unter Umständen sparen können. Oh. Ich weiß, Geduld ist eine Tugend, aber das zieht mir doch gerade ziemlich an den Nerven. Bin ich dem finalen Ziel doch so nah? Oh, genau, so habe ich mir das auch vorgestellt, ja. So. An dich komme ich nicht ran. Dann warten wir doch mal, bis beide da sind. Vielleicht kriegen wir beide. So. Kriegen wir beide? Nein, kriegen wir nicht. Aber er schießt die jetzt ab. Das ist auch okay. Die Frage ist nur, ob er den einen jetzt getroffen hat oder nicht. Ah, ist das ätzend gerade. So hätte ich mich unter Umständen auch drum rumschleichen können. Ich weiß gerade nicht, ob der hier oder hier stand. So, werfen wir dich doch mal dahin. Gucken mal, was da passiert. Ob der Typ betäubt ist oder nicht. Oh, tatsächlich. Dann werfen wir sicherheitshalber noch einen hin. Weil an ihn werde ich jetzt nicht rankommen. Hoffentlich trete ich da nicht selber ran. Boah, das geht doch gerade hervorragend auf. Oder, oder? Danke. So habe ich mir das auch vorgestellt. Das ist perfekt. Oh, wenn mich jetzt dieser... Danke. Meine Fresse, meine Fresse. Lebe ich noch? Nein, ich bin tot. So, dich hier holen wir schon mal, einfach weil das können. Dich hier holen wir auch auf diese Art und Weise. Ah, hervorragend versteckt. Brillant. So habe ich es mir vorgestellt, besser geht's gar nicht. So. Warum so umständlich, wenn es auch so einfach geht? Es ist wie beim Fotografieren. Die Leute, die legen zu viel Wert auf Objektiv und Kamera, wie wir hier auf unsere Ausrüstung, die unbedingt mal einzusetzen. Und dabei muss man nur auf den Auslöser drücken zum richtigen Moment. Und schon ist die Sache geritzt. Tja. Jetzt haben wir natürlich... Haben wir den hier vorhin schon runterfliegen lassen? Das war natürlich ziemlich dämlich. Was war noch das Argument? Ich glaube einfach, weil wir es können. Und ja. Nicht weit genug fliegen lassen. Oh oh. Entschuldigen den kurzen Cut. Ich bin aus dem Spiel rausgeflogen. Damit habe ich nicht gerechnet.
Glücklicherweise hat es nur die Wirkung gehabt wie Alt-Tab, dass man kurz mal das Fenster wechselt und nicht das ganze Spiel geschlossen wird. So, wir sind hier wieder in der Ausgangsposition. Ich hatte mich nur kurz in Sicherheit gebracht, um Craps neu zu starten und die Synchro machen zu können. Alles klar. Dann werden wir hier die Krähenfüße platzieren. Und wenn du kommst, dann schnapp ich mich dir. Schnapp ich dich mir. Schnapp ich mich dir. Hm. Naja. Ja. Jetzt hier bitte. Nicht zu lange brauchen. Wunderbar. Da braucht es doch etwas länger, den zu erledigen. Und hier werfe ich die Skarabäen hin. So. Oder checken wir erstmal die Umgebung. Die Skarabäen. Glücklicherweise bemerkt uns der Sensor doch nicht, da habe ich mich vorhin offenbar geirrt. Wenn wir dahinter sind und ein bisschen hin und her spielen. Immerhin. So, hier ist der Raum, der da leer war, mit dem Fahrstuhl. Ich erinnere mich. Und hier waren die Laserstrahlen. Und da müssen wir jetzt hoch. So, und da hinten ist schon der Mr. Karanja. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Aber wir stellen uns wieder geschickt an, so kurz vom Ziel. Mr. Karajan. Ich auf der einen Seite, sie auf der anderen Seite. Wie wird das wohl enden? Krähenfüße hätte ich im Angebot. Wollen Sie ein bisschen davon? Oh, guckt euch das an. Ich gehe elegant auf ihn zu. Im Dunkeln. So viel dazu. Ich wünsche Ihnen ein gutes Leben im Jenseits. Nein, tue ich nicht. Stirb. Isomojo, der letzte Rückkehr. Nein, ich dachte schon, wir könnten das Licht kaputt machen. Aber okay, alte Gewohnheit. Muss man ein bisschen ablegen. What is this junk from Hessian doing here? I'd understand if Azai brought back some treasure, but what is this armor? Sehe ich hier Verrat? We weren't just sent to kill Karajan. We were sent to steal from him. Did Azai make you accept the mark for this? Have you thought about not killing yourself? Yes, I know. You'd bring shame on yourself and your clan. But is that worse than a wrongful grave? My suspicions were right. Azai has lied to us. I have gone to the greenhouse near Tabriz to set things straight. Go with honor, but watch yourself, Dasan. Please, you must spare yourself, at least until we know what's really going on. Ja, im Grunde war es ja abzusehen, ist ein bisschen... na gut. Es passt zum Spiel. Ein bisschen schade, dass es so eine einfache Wendung gibt. Aber okay. Da ist doch dann schon der Azai. Oder Azai.
saved us all. You defeated our enemies, and now we have their weapons and their technology. Zai didn't save us from Hessian. He'll warp everything we stand for. The time has come. Stop him! He must not get away. Das erinnert an die letzte Schriftrolle. Oder die vorletzte. Ja, soweit alles erreicht, außer die Sache mit dem Schlüssel. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Gehen wir ins nächste Spiel. Ei, Henkerslied. Oder? Nein. Karton. Oh nein. Kartonschachtel, echt? Eine schlichte Schachtel, die sich gut als Versteck vor Wachen eignet, solange sie nicht bewegt wird. Das erinnert doch an Metal Gear, oder? Das nehmen wir auf jeden Fall. Da denke ich nicht mal lange drüber nach. Und wie soll das funktionieren? Mit noch stärkeren Drang vergiftet und zerstören den Verstand des Opfers, das sich schließlich selbst umbringt. 5-5, das passt ja hervorragend. Das nehmen wir auch. Ich finde die Pfeile hier eigentlich ziemlich effektiv. Und sie sind witzig, wenn die Gegner da durchdrehen. Und scheint doch nicht die letzte Folge zu werden, Leute. Doch nicht die letzte Folge. Kommt zur Freude, kommt zur Freude. Leider immer noch die gleichen Masken wie vorhin. Ach man, jetzt können wir die Schachtel gar nicht benutzen. Was soll denn das? Ist das doof. Das sind tatsächlich die Siegel, kann das sein? Oder was hat das jetzt zu bedeuten? Führt 3 Tarnsiegelziele aus, um den Weg der Stille freizuschalten. Wurde das schon vorher angezeigt? Habe ich das immer übersehen oder wie? Führt 3 Terrorsiegelziele aus, um den Weg des Albtraumstil freizuschalten. Bisher stand doch immer das hier da, oder? Okay, davon fehlt uns noch einer. Ja, es sind offenbar doch die Siegel, die wir da erreichen müssen. Wir nehmen jetzt diese Maske, auch wenn sie das Ganze ein wenig schwerer macht, aber diese Kartonschachtel, die muss man sich doch antun. Und die sind effektiv, die sind noch effektiver. Ich hätte gerne die mit dem Plus. Wir nehmen die hier. Gerade bei den starken Gegnern. Before the restoration, as the other clans strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin. Dosan's trail leads here, the source of the ink in your marks. If Azai has a secret, it's in there. Junge, Junge, das Spiel überrascht mich doch schon wieder, was die Spiellänge angeht und den Umfang. Das ist echt beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber ich hatte mit einer Spiellänge à la Limbo gerechnet. Und jetzt hocken wir schon in der x-ten Folge. Finde ich super, also für das Geld Respekt. Was müssen wir machen? Wir müssen natürlich Dosan finden, das ist klar. Und hier haben wir solch einen Siegel, mit dem wir den Stille-Stil erlernen können. Terror-Siegel haben wir leider nicht. Wir haben, hol dir die Schlüssel, ohne Gegenstände zu benutzen. Okay, weiß ich jetzt noch nicht so recht, wie das gedacht ist. Wahrscheinlich die Gegenstände, die ich in der Ausrüstung habe. Hol dir die Sumi, ohne dabei Schaden zu erleiden. Sumi. Ist das eine Abkürzung für Samurai? Wobei es ja im Grunde Ninja sind. Naja, hol dir die Tätowiernadeln, ohne entdeckt zu werden.
Summe erledigen, ohne Schaden zu nehmen. Schlüssel, ohne Gegenstände zu benutzen. Tätowiernadeln, ohne entdeckt zu werden. Alles klar. Und 31 Punkte brauchen wir diesmal. Das ist viel. Ich muss ja sagen, nach dem, was ich hier gerade in den Zwischenseen gesehen habe. Ich habe ja am Anfang des Spiels ein kleines Intro laufen. Da haben die Entwickler, das ist natürlich der Trailer, da haben die Entwickler schön zusammengeschnitten, muss ich sagen. Nicht einfach nur irgendwas aus dem Spiel genommen. Was ist das? Boah, habe ich das gerade übersehen? These bandits are tricky and ruthless. Watch out for traps. And whatever you do, don't get caught. They'll torture you for days and let the insects finish you off. Okay, das sind dann offenbar die leuchtenden Sachen hier. Da bröselt es schon runter. Ach was. Ach was, das ist ja interessant. Es gab ja schon die Teile, wo man sich da festhalten muss. Oder festhalten kann mit der Kette. Aber das hier ist interessant. Okay. Okay. Das hier scheint auch zu zerbrechen. Hier ist echt alles am kaputt gehen. Nein, das wollte ich nicht. Okay, das bei der Tür hat man tatsächlich, beim Auto hat man tatsächlich nicht gesehen. Das macht natürlich jetzt auch viel Lärm. Ich wollte nur wissen, ob hier was drin ist. Boah. Da haben wir offenbar ein kleines Versteck. Oh, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist das Artefakt? Haben wir das jetzt eingesammelt oder ist es kaputt? Wir haben es eingesammelt. Oh je. Das wird ein schönes Level. Das werden wir uns aber auch erst in der nächsten Folge angucken und zu Gemüte führen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie hieß er noch? Darajan? Jarajan? Ich habe den Namen schon vergessen, so unwichtig ist die Person. Den haben wir auf jeden Fall besiegt, jetzt müssen wir Dosan finden. Und dann geht es Aizu oder Aiza an den Kragen. Namen sind nicht gerade meine Stärken, da könnt ihr mir hier anfragen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall und ich bin gespannt, ob dieses Level, das ist nochmal was ganz anderes als vorhin. Abwechslungsreich ist das Spiel auf jeden Fall. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen.